Gethin. So. Wurfträger. Hat sich Sebastian eigentlich schon gemeldet nochmal? Nee, ne? Oh. Kein Zugriff mit Beten oder Reittier. Super, darf ich jetzt hier schwimmen oder was? Toll. Reveglio. Revelio. Das ist also der unterirdische Hafen. Nur nicht zu nah dran stehen, sonst ist die Nase dazwischen. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier... Suchst du das Buch Verwandlung? Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Bei Wer wird Millionär? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Ravenclaw ist halt maximal unsympathisch. Egal, wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Du hast mir gar keinen Fragen, ich wirke kurz hier auf dich und... Wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der goldene Schnitzer. Nein, falsch. Die Antwort lautet, der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Weiß ich. Felix Felicis. Gut gemacht.
Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Kaffee finde ich gut. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Meine. Der Quaffle. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffle in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Nein, du gibst es mir. Wenn du Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Nein. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten HDF. Werden schwieriger. Aus. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Wie war das, Jungfrau, ne? Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Möchtest du dein Wissen mit noch schwierigeren Fragen testen? Nein, pfui. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Nie. Reisen erweitert den Horizont. Ich habe gehört, Professor Weasley Hallo, hat Gareth. Das Buch mit den Prüfungsantworten War in deine Tante in letzter Zeit etwas nachsichtiger mit dir? Leider nein. Tatsächlich gab sie mir vor ein paar Tagen eine Strafarbeit. Ich probierte in einem fast leeren Klassenraum ein neues Rezept aus und das Feuer war schnell gelöscht. Man erschafft nichts Sinnvolles, ohne ein paar Dinge in Brand zu setzen. Stimmt. Kluge Köpfe werden in ihrer Zeit nicht gewürdigt. Ich gebe nichts auf Zweifler. Wenn sie mein neues Gebräu probieren, sind Kritiken und Brände vergessen. Es wird größer als Butterbier. Oh, ich habe eine Idee. Ich sollte sie aufschreiben. Viel Glück! Also, wir wissen Bescheid, ne? Wenn die Schule explodiert, Geralt ist schuld. Der guckt sich in dem Raum um, als wäre er da noch nie drin gewesen. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Ui. Sie wissen, was zu tun ist. Wünscheln und wedeln. Wundervoll gemacht. Wow, eine Beschwörung von tödlichen Bestien. Toll. Teilweise Verwandlungen. Ein kleines Easter Egg an Ron Weasley. Wohl, da stelle ich mich immer noch die Frage, Hogwarts Legacy spielt vor der Zeit von Harry Potter? Woher wissen Sie also, dass
er durch seinen kaputten Zauberstab seine Ratte nicht gänzlich verwandeln konnte. Frage über Frage. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Natürlich. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob es all die Zusatzaufgaben gebraucht hätte. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Ja, Crucio. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Und Bombarda. Ich hörte, dass Sie eine Venimosa Tentacula züchten konnten. Die Zucht einer solchen magischen Pflanze ist eine Leistung, auf die Sie stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Nö. Ich doch. Ich war, von den Geschichten über einen Riesenkraken fasziniert und wollte mehr erfahren. Dann traf ich auf Scrope, der mir sein Wissen gerne weitergab. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Dankeschön. Lumoai, grüß dich. So, Boom, bada bang, boom. Was in dem Spiel geht, seit Feldcraft ist mir etwas Wünscheln und Wedeln. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. In dem Spiel geht's um Wünscheln und Wedeln. Nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Macht es Sinn, sich jetzt hier zum ersten Mal reinzuschauen? Bei mir sowieso. Wenn es ums Spiel geht, wir sind relativ, ich würde so sagen, im letzten Drittel des Spiels aus dem Bauch raus. Kommt halt drauf an, wie sehr du dich spoilern möchtest. Gegebenenfalls. Barbara Kadaver ist irgendwie einfacher auszusprechen. Vom Spiel her. Keine Ahnung. Na, ich würde sagen, das Spiel hat super viele positive Elemente von verschiedenen RPG-Games. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich finde es auch Spaß. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Must-Have für Harry Potter-Fans. Das ist gar keine Frage. Und, ja. Hast nicht alle Harry Potter-Teile geschaut? Na, brauchst du auch nicht. Wegen Hogwarts Legacy hat zwar viele Harry Potter-Elemente, aber spielt vor der Zeit von Harry Potter. Außerdem hat der Name schon einen Zauberspruch, mehr oder weniger. Also fast. Fehlt ein S wie es zwischen dem TL. Wie es in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Dann wäre es Lumos. Aber im Prinzip sind wir ein ganz normaler Fünftklässler, der ein paar Zaubertricks lernt. Und wie in allen Harry Potter-Teilen das Schloss der sicherste Ort sein soll, aber uns irgendwas ständig umbringen möchte. Anne geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Ich kam so schnell ich konnte.
Ich war so vom Skriptorium und Slytherins Buch abgelenkt, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Mit dem Kopf durch die Wand. Wir teilen aus. Wir müssen rausfinden, was sie vorhaben. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Na, Lumos ist ein hier. Lumos. Ist hier, guck, mach ein Licht. Du können machen Licht mit deinem Namen, Lumo. Obwohl, vielleicht mit ein bisschen Wackelkontakt, weil es fehlt. Da vorne sind sie. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Adelio. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Doch, warte, da wollte ich rein. Da wollte ich rein, Talente. Schleichen. So, ich hab das schon. Ja, okay. Alles klar hier, falls das jemanden interessiert. Petrificus Totalus. Obwohl, wir wollten mit dem Kopf durch die Wand, ne? Wollte die Ratte mich tatsächlich noch angreifen? Was auch halt die Mehrzahl ein Lumo, mehrere Lumos. Ja, okay. Lass ich mal ausnahmsweise so gelten. Ich bin bald Level 40. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Nix da. Du weißt was. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Revelio. Relativ spaßig. Es war bombastisch, Bombarda. Verbrennen 3, schön. Ich freue mich, wenn ich jetzt Level 40 bin und mein Gear... Och ne, bin ich schon wieder voll? Ah ne, Powertränker, okay. Aber ja, grundlegend, also wenn du RPG-Games magst, Lumo, kann ich Harry Potter auch als solches, ohne dass du das Franchise wirklich kennst, wirklich empfehlen, weil es sehr, sehr gute RPG-Elemente hat. Und eine gute Storyline, nicht so ganz so stupide, Grafik ist hübsch, Performance auf dem PC mittlerweile ist recht gut. Konsole ist wohl gut, gehe ich mal davon aus, so wie ich das von Sivo gehört habe. Allerdings nicht ganz so zu empfehlen, wenn du eine Spinnenphobie hast. Da könnte das ein bisschen schwierig werden. Jetzt verstehe ich warum. Und das Kampfsystem finde ich eigentlich auch gut gelungen. Also es ist schon abwechslungsreich, finde ich doch.
Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Hallo? Kurz. Ding Dong. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Wingardium Leviosa. Wünscheln und wedeln. Leviosa. Revelio. Ich habe generell noch keine großen Spiele in RPG-Genre ausprobiert und wer das nicht ausprobiert hat, weiß ich nicht. Das stimmt. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Hände. Alles ganz reizende Eigenschaften. Absolut. Revelio. Das Wichtigste bei RPGs ist einfach zu wissen, wenn du es noch nie so wirklich gespielt hast. Es wird halt relativ viel gequatscht. Ne? Also darauf solltest du dich dann umwerfend auf jeden Fall einstellen. Treppe beschwören sollen. Ne, viele kürzere und längere Textpassagen. Cutscenes gibt es hier auch einige. Aber keine Cinematics, also das ist alles in der Spielgrafik gehalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Repar! Und es gibt Niffler. Tiere, Niffler. Die süßesten Viecher überhaupt. Ach Gott, das war der falsche Knopf. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett. Detroit Become Human. Oh, das. Also, Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Life is Strange kenne ich jetzt nicht, aber Detroit Become Human war ein unglaublich tolles Spiel. Und ja, habe ich. Gibt's als auch Let's Play bei mir auf YouTube. Tutti completi. Habe ich auch gestreamt, ja. So generell noch nicht das. So generell das, was ich streame, Let's Play ich auch meist. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Lebst du nicht, junger Mensch? Leviosa! Akio! Du bist gar nicht auf! Vegetation hat nichts im Kampf zu suchen! Akio! Alle! Ja. Akio! Akio! Ach, die Saftratte da oben lebt immer noch. Confringo. Bombardo! Contringo! Crucio! Leviosa!
finden. Accio. Bombard. Confringo. Cozio. Lazio. Defendo. Accio. Incendio. Hier haben wir aufgeräumt. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. So sieht's aus. Mehr Spaß mit uns zu kämpfen. Confringo! Zwei Symbole habe er, das ist hey, jetzt ein Runensymbol über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Ja, das ist von denen auch zu erwarten. Die sind halt strohdoof, die Teile, ne? Revelio. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Was hast du? Trotzdem. Ein Tagebucheintrag von Isidorus. Komisch. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Bestimmt. Aber ja, Lumo, um das nochmal kurz zu. Also, Hogwarts Legacy kann ich empfehlen. Um die Frust allerdings gering zu halten, würde ich halt nach dem Deal schauen, ne, auf gewissen Seiten, die es so halt so gibt. Und dann da zuschlagen und nicht den Vollpreis von 70, 80 Tacken. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht. Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn... Es sei denn, wir nehmen diesen Spiegel. Denk daran, deine Talentpunkte auszugeben. Ich vergesse das irgendwie immer. Beziehungsweise ich behalte meine Talentpunkte immer so ein bisschen auf, um sie... Es muss passen. ...optional zu nutzen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Jemand, der Renrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Boah... Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Ah, die haben fertig gepoppt da oben. So, Lumo, es geht in unsere Tierwelt. Und Hogwarts Legacy,
Housing. Also nicht schockiert sein, ne? Mein Raum der Wünsche ist sehr funktional. Also hier ist ein bisschen, aber ich habe vor, mit dem Stream hier so 2, 3, 4, 5 Stunden rumzugammeln. Und alles einzurichten. Wo ist das Fohlen? Oh, guck mal, Baby Tristal. Oh. Warte. Streichel. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Ein Einhorn ist es jetzt nicht, Bambu. Aber es gibt Einhörner wohl. Also, dann gibt es halt hier jetzt, also aktuell habe ich nur 3, oder ich habe alle 3. Gibt es den dunklen Bereich. Dann gibt es hier diesen hellen. Hier hast du so Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung. Und hier gibt es aber dann auch so süße, guck hier, diese Niffler. Die sind halt einfach süß. Guck dir die an. Nun, Niffler sind eher bekannt aus dem Film Die fantastischen Tierwesen. Wie die direkt darauf abgehen. Ja, und diese Teile hier, diese Mondkalb, ja, das weiß ich nicht. Also jeder Optiker wird sich freuen bei diesen Augen, aber die sind halt so eine Mutation aus, ja, keine Ahnung, Eichhörnchen, Giraffe und Ente. Und dann gibt es diese Knuddelmuff. Die sind auch so süß. Aber ich würde mich trotzdem fragen, was passieren würde, wenn du einen Knuddelmuff mit einem Niffler paaren würdest? Hast du dann einen flauschigen Niffler? Und dann noch mit dem Einhorn. Du hast einen flauschigen Niffler mit Horn. Wer pufft? Knuddelpuff. Muff. Ding. So heißen die Viecher. Kramsdingszeug. Wolltest du nicht als Schreibtisch weitermachen? Hast du eigentlich jetzt gestaubsaugt oder machst du das morgen? Ich würde knallhart saugen. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Dick, er könnte das nicht. Doch Dick ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Dick seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen.
Während Deek sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deek reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deek blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Torps ihn fand. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Deek wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Torps. Nicht einmal der Meister. Deek fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deek hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deek wieder gut machen, was geschehen ist. Ja. Du hältst meine Bude hier sauber. Deek, das reicht. Meine Plätze sind voll, okay. Wo will der mich denn dann treffen? Lottgott hat dich gebeten, den Koboldminen südlich von Hogwarts zu treffen und möchte, dass ich jemanden mitbringe, der Kobold... Oh, müssen wir Deek da mitnehmen? Ah ne, sprich mit Amit. Hallo? Sie dürfen sich bewegen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lottgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Lottgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Revelio. Revelio, Revelio, Revelio. Wer hier wohl wohnt? Oh, warte mal, können wir, wo ich die alle sehe, können wir den Kram verkaufen. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein?
Einfach meinen Kram nehmen. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Nicht mal ein Hauself arbeitet noch. Da frage ich mich, wofür ich... Für die Rente machst du das. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Noch ein Merlin-Rätsel. Machen wir das doch direkt mal, wenn wir schon mal hier sind. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Die Frage ist nur, wohin mit dem Ball? Hier runter? Ja, okay. Bowling! Bowling, Rolli, Roll. Roll, 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 Roll. Roll, 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 Roll. Das nein, nein, falsche Richtung, falsche Richtung! Aufpasse! Bombarda! Akio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! So Ball, du unartig. Und jetzt... Da lang. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Du warst doch nicht. Was? Bin ich denn jetzt? So. Moin. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbore mit seinen Büchern. Bragbore? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbore besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbore für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten.
Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaio. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Was müssen Ahmed und ich nochmal tun? Bleiben Sie ungesehen, um die... Ahmed und ich schaffen... Auf, wie geht's Sie? Diese Tür beobachtet uns. Ich bin leise. Gut. Außer, dass wir unseren zweiten Flug noch nicht haben. Ich habe die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. Rebellion. Die sie mir nie erträumt. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Konfringo! Zug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Ja, eigentlich den zweiten Fluch, aber ich bin ja jetzt quasi in einem anderen Story-Strang gerade. Aber ich würde sagen, gleich. Also, vielleicht jetzt schon ein Stück weiter. Ich fasse es nicht, wir sind in einer echten Koboldmine. Rebellion. Akio. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Akio. Also. Bleib ganz ruhig, Ahmed. Ich bring dich hier heil wieder raus. Bananium. Rebellion. Bananium Leviosa. Aber wenn du nicht so viel... Ist da jemand? Passt auf, wo ihr hintritt. Kruzio. Besonders klug zurückzukommen. Protego! Stufe! Das ist der letzte Anhänger. Wirklich bedauerlich. Natürlich. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin.
Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Akio. Okay. Incendio. Akio. Ah. Okay, jetzt geht die Tür da auf. Ist denn hier noch was? Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die Rebellion. Ich in den lese. Also das ist das Ziel. Okay, warte, dann lass mal gerade noch. Da oben ist eine Goldruhe. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Ach. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Und der ist ja richtig übermotiviert. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großen. Aber woran? Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Ist auf jeden Fall nicht klein hier unten. Rebellion. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Sind sie noch mehr Notizen geben? Was könnten die bauen? Weiß ich nicht. Aber wirst du mir bestimmt gleich sagen. Kommen noch mehr? Akio. Lazio, Gefindung. Oh, das ist einfach zu viel.
Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. In Zentrum. Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Akio. Revelio. Revelio. Wingardium Leviosa. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, die sind Bambusa. Zu klein dafür. Sivokios. Bambusa, Sivokios. Genau. Guck mal, ich sollte Harry Potter Sprüche, Zaubersprüche entwickeln. Entschuldigung. Revelio. Revelio. Revelio, Revelio, Revelio. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Revelio. Ja, Mondstein kann ich auf jeden Fall schon mal auch noch sehr viel gebrauchen. Was wir bestimmt, wenn wir einmal die erste Ladung komplett verbaut haben, bestimmt eine zweite Ladung brauchen. Da ist jemand! Akio! Gefindung! Akio! Gefindung! Weigere mich von Gemüse bis... Kruzio! Ich werde mich umlösen! Direkt zwei hintereinander hier. Wie viele gibt es denn hier noch? Das ist das waren sicher die letzten Armeen. Ja. Akio. Revelio. Protego. Tut mir nur manchmal ein bisschen schwer mit meinen Skills. Incendio. Revelio.
nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Incendio! Kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Revelio. Alohomora. Revelio. Na, guck mal, Bücherstand. Hat sich ja auch hier wieder gelohnt, reinzugucken. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Wenn du dann redest, dann weiß man auch, dass du redest. Können wir darüber reden, was gerade passiert? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Lebt wohl. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt und ich weiß von dem Behälter. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und
Zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist. Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Wow. Wie wenig EP fehlt mir für Level 40? Warte. Das lasse ich jetzt nicht auf mir setzen. Hier unten ist ein Merlin-Rätsel. Ich hoffe, Professor Fitz... Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Ja, mache ich gleich. Ich werde jetzt erstmal Level 40. Okay, eine Feuerschale sehe ich. Da ist die zweite. Und hier hinter ist die... Confringo! Da wäre selbst Merlin stolz. So, mach mich 40. Kann ich beruhigt schlafen? Wie, bin ich immer noch nicht Level 40? Hallo? Nein, ich hyperventiliere nicht. Da sind Gegner. Da sind die Gegners! Wo sind die Gegners? Level 40! Sorry, ich muss euch kurz mal ganz schnell umbringen. Bist du jetzt Level 40? Ein Blut klebt an Renrocks Händen. Warum? Ich hab grad 3 Kobolde umgebracht. Schnippeli, schnapp, schnipp. Nein, ich will jetzt kein Labyrinth machen.
Ich will einmal Level 15. Level 15? Achso, stopp, halt. So. Wie landen ist nicht möglich? Rebellion. Jetzt bin ich Level 40. Ich bin Level 40. Ich bin Level 40. Ich bin Level 40. So, das bedeutet, können dann jetzt auch unsere Ausrüstung optimieren. Mehr oder weniger, zumindest mit den Skills. Das lohnt sich dann jetzt alles. Sofern ich dann auch Sachen kriege, die sich natürlich jetzt auch geil anfühlen. So, und auch Level 40 sind. Ne? Das heißt, farmen, farmen, farmen. So, ja, nee, so grindlastig ist das Spiel ja nicht. Aber dann lohnt sich das ja, diese Eigenschaftsplätze richtig zu nutzen. Oh, sexy.